Und damit willkommen zu einem weiteren Spiel zum Sonntag. Ich bin mal wieder nicht alleine da. Mal wieder vorne. Das ist eine seltene Ehre. Eigentlich ist es ja eine seltene Ehre. Ja, Zettel ist wieder da, denn wir spielen ein neues Spiel mit dem Kommspiel Whist. Das geht leider nicht alleine, da musst du mich an der Backe haben. Und richtig aufmerksame Fans von mir, also die wirklich jedes kleine Detail noch wissen. Die dürften sich daran erinnern, dass wir in der Hearts-Folge, das war die sechste Folge, gesagt haben, dass es ein Spiel gibt, das noch schlimmer ist als Hearts mit den Regeln, und das ist Whist. Das haben wir kurz angesprochen, und für diejenigen, die es nicht mehr wissen, blende ich die Szene mal kurz ein. Apropos Spiel, was man nur 5 Minuten aushält, ich sag mal, das wird jetzt kein Zuschauer verstehen. Whist. Ich denke, sie werden es bald verstehen. Also, Whist ist auch so ein Spiel, das kann man ruhig mal zeigen, was das für ein komisches Game ist. Wir haben ja, das ist auch ein Spiel mit Punkt-Komm-Spiel, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es in naher Zukunft auch mal auftritt bei uns. Ist wie bei Action 52 dieses. Keine Ahnung mehr, wie das hieß, das Spiel ohne Regeln, wo man so eine komische Frau gespielt hat und dann irgendwie alles keinen Sinn gemacht hat. Ja, also das ist, wenn ihr das Spiel hier schon kompliziert findet, was ich verstehen kann, da ihr mit eher Informationen, wie gesagt, überhäuft wurdet, dann werdet ihr wissen gar nicht, was ihr das verstehen nämlich nicht, das verstehen nicht mal wir das Spiel. Wir haben es oft gespielt, aber wir verstehen es trotzdem immer noch nicht. Wow, du hast es tatsächlich auf den zweiten Rang geschafft, ey. Sehr schöne Szene, ne? Ja, das war wirklich eine wunderschöne Szene. Ich habe es mir das selber vergessen, wie das. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht verstanden, wie das Spiel funktioniert. Wie ging das nochmal? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wo wir es gerade spielen, ich glaube, irgendwann hatten wir das mal verstanden, aber ich hab gerade überhaupt keine Idee, wie das gehen soll. War das nicht, also, Was? genau, irgendwer, wer die höchste Karte hat, kriegt den Stich oder so? Ja. Ja, Ja. genau, ja. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Man kann irgendwie am Anfang was ansagen. Wir legen einfach die Karte und gucken, Hä, wer wir legen einfach die zuerst. Karte. Übrigens, wenn man eine falsche Karte legt, ich hoffe, ich kann das mal irgendwann demonstrieren, aber jetzt noch nicht, dann hört man ein ganz lustiges Geräusch, da denkt man immer, dass jemand an der Tür klopft. Gibt's irgendwie einen Trumpf? Weil gerade hat er mit Karo einfach die Karten bekommen. Was fragst du mich? Ich kenne mich nicht aus in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie viel Das ist braucht natürlich man? gut, wenn zwei Laien am Zocken Moment, sind. habe ich 10 angesagt? Oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Du hast Ahnung. 12 angesagt. Ich habe echt 12. Das heißt, ich müsste 12 bekommen, oder? Ja. Oh Gott, das habe ich getan. Ich habe das Spiel verkackt schon wieder. Oh, ich hole die Stimmt. ganzen Stiche wie kein zweiter. Stimmt, also ich glaube, ich kann das jetzt so allmählich erklären. Ich glaube, ich komme so langsam rein. Also man sagt am Anfang eine Zahl an, wie viele Stiche das Team macht. Und man weiß noch nicht, wer der Teampartner ist in der Runde. Und dann muss man versuchen, genau diese Anzahl der Stiche mindestens zu erreichen. Ansonsten hat man ein Problem. Ja, mein Team hat das, glaube ich, ziemlich gut gemacht. Ja, ich verliere 4480 Punkte. Ich hatte aber auch beachtliche 6 Stiche, ne? Das ist aber richtig problematisch für mich, Ah, ey. es gibt einen Trumpf, das steht oben links. So, ich Es sag gibt jetzt, einen. ich. Nee, ich sag jetzt 7 Mann, ey. Ich werde jetzt eindeutig ein Solo machen, oder? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich glaube, Solo ist, es. wenn man ohne, wenn die anderen drei alle zusammenspielen und man alleine versuchen muss, die meisten Stiche zu holen. Irgendein Computer hat Solo angesagt. Ich sag jetzt. Echt? Ja. Ich hoffe, es passt. Also, der PC möchte jetzt allein seine Stiche ansagen, oder was? Ja. Mindestanzeige 7. Das heißt, dieser PC möchte seine 7 Stiche jetzt alleine machen. Wonach stellt sich denn fest, mit wem man in einem Team ist? Es wird dann wahrscheinlich irgendwie zufällig oder so ausgewählt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, das hing von irgendeiner Karte ab. Das muss es auch mal geben beim Spiel zum Sonntag. Ein Spiel, das wir nicht verstehen, aber trotzdem spielen. Ja, einfach spielen. Einfach spielen. Ich zeige euch, wie man spielt. Oder wir zeigen euch, wie man spielt sogar. Wir zeigen euch, wie man spielt. Wir zeigen euch, wie man spielt. Naja, eigentlich zeigen wir ja nicht, wie man spielt. Wir zeigen ein Spiel. Wie man es spielt, das zeigen wir nicht. Oh Mann. Ach, jetzt fällt mir gerade auf, Ass ist am niedrigsten, nicht am höchsten. In anderen Spielen ist ja Ass immer am höchsten, hier ist es am niedrigsten. Ey, guck doch mal an, ich sammle hier Stiche wie kein Zweiter. Wie kein Erster? Was? Guck mal, der Solo-Typ hat noch nicht einen Stich bekommen. Aber das ist auch nachteilhaft für dich, weil wenn
das Dreierteam gewinnt von uns halt, dann kriegen wir alle die gleiche Punktzahl und ja, dann. Ich habe mich. Verlieren wir Punkte, wir haben mehr. Er hat nicht einen Stich. Warte, war das nicht so, wenn man 0 Stiche kriegt, dann gewinnt man die Runde ohne Grund? Glaubst du, war das? Ich weiß es so, ich kann jetzt nicht schon was sagen. Wer macht denn jetzt die Ansage hier? Außer du bist 8. Ich hab 8 angesagt. Boah, Gott, ey. Mein Team wird 8 Stiche kriegen. Weißt du, ist das nicht eigentlich so, dass man dann sein Team in die Scheiße reiten kann? Man sagt 8 an, der andere will eigentlich keine Zahl ansagen, aber muss mitmachen. Ich werde jetzt ein Solo machen. Echt? Nein. Ich werde jetzt 9 machen. Ach Mann, ich weiß es doch nicht. Ich mach einfach passen, egal. Ach so, das war stimmt. Das war so eine Trumpfkarte und dann kann man die. Ja, irgendwie jetzt war das. Hab ich verstanden. Man sagt irgendeine Farbe an da und dann. Ist die besonders? Karo ist Trumpf und. Ach, stimmt! Pik ist Ass des Partners. Das heißt, wer das Pik Ass ist, hat seinen ist dein Partner. Ja. Ja, genau. Wer das Pik Ass hat, wird dann zu deinem Partner genannt. Genau. Und wie. Und Trumpf sieht. Und man sieht das da links oben. Und Trumpf ist jetzt Karo. Was heißt das? Ist es... Ach, hier. Guck mal, es klopft gerade an meiner Tür. Trumpf. Trumpf toppt alles. Wenn man Trumpf reinwirft, kriegt man den Stich sofort. Mann, jetzt hör doch mal auf, an meiner Tür zu klopfen, wer da draußen ist. Es tut mir leid, Mann. Ach je, die ganze Zeit klopft dir jemand an heute. Ja, ich bin das. Das geht gar nicht. Moment mal, da fällt mir was ein. Ist das das erste Spiel, was du gewinnst? Habe ich noch nie ein Spiel zum Sonntag gewonnen? Nee, du warst ja jetzt in sehr vielen Folgen dabei. Ich glaube, du hast bisher noch nicht einmal gewonnen. Wow, das ist eine gute Quote von... Wo warst du denn dabei? Du warst in Harz, du warst in Unus und in Yahtzee. In 3 Folgen warst du dabei. Mann, der klopft denn da schon wieder? Ey, das ist echt nervig, ne? Das ist so komisch. Du wolltest 8 Stiche machen. Du hast einen. Ja, jetzt habe ich 2. Oh no! Ich verstehe das nicht. Oh, also... 10. Ich habe ein Problem. Ja, du hast ein gewaltiges Problem, du verkackst. Du wirst jetzt 22.000 Punkte minus machen. Das Nein, das wahre Problem ist, ich habe eigentlich insgeheim ein Solo gemacht und dieses Solo habe ich mehr als verkackt. Was, du hast 400 Punkte verloren? Ja, weil der Solo-Man verliert immer wenig Punkte. Ich habe minus 4.600 irgendwas. Klammheimlich habe ich ein Solo gemacht, aber es hat niemand... Ach, wieso macht der schon wieder ein Solo? Ist der dumm? Nee, der das heißt... Du musst ein Solo machen, damit du noch gewinnen kannst. Also du musst jetzt Solo machen. Also ich mache es reines Solo, Ja, sonst hast du verloren. Ich mache reines Solo, Siehst du, das ist richtig geil. Nee, und jetzt reite ich die anderen alle mit in die Scheiße und sage, mach 13 Stiche. Wie viele ohne Stiche? Ohne Kreuz, ohne... Was ist denn das? Ich will nicht nach dem Spiel. Es liegt ja nicht mehr daran, dass das Spiel so mega kompliziert wäre, oder... Bei mir schon, bei mir liegt es schon daran. Ach so, ja gut. Das ist einfach scheiße. Komm, ey. Wie geht es einfach, indem du mich als Partner auswählst oder so? Welches Ass hast du? Nee, ich sag dir das nicht. Musst du jetzt schon selber gucken. Hey, ich hab das doch aufgenommen. Du musst doch sehen, was ich habe. Ja, richtig cool. Du musst doch in der Aufnahme sehen, was ich habe. Oh shit. Herz ist tot. Reines Herz. Tauscht Karten um. Eigentlich wäre ich ganz gerne jetzt der Solo-Man, aber ich habe ja 13 Stiche angesagt, weil ich so dumm bin. So, wer ist denn jetzt mein Partner? Der Gelbe ist mein Partner. Ja, richtig cool. Partner der Gelbe ist echt dein Partner. Das heißt, du hast noch eine Chance zu gewinnen, aber der Red One, der sieht es gar nicht ein zu verlieren. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wie, ihr kriegt jetzt alle 13 Stiche, was wäre das denn? Alter, nee, ihr kriegt nicht die vollen Stiche, was ist denn? Ja, jetzt habt ihr einen Stich. Komm. Ja, hier, guck mal hier. Du hast den Stich. Ich hab einen Stich, sag mal, willst du mich verarschen? Ja. Ich hab den Stich, ja? Ja. Möchtest du, dass eine langjährige Freundschaft zerbricht anhand dieser simplen Beleidigung? Ja. Das möchte ich. Ich hab einen Stich, Alter. Ey, shit, das ist... Ich glaube, mein Team hat ein paar mehr Stiche sogar. Ich weiß nicht, wie viele Minuspunkte du kriegst. Ich habe keine Ahnung, wie die Minuspunkte berechnet werden. Vielleicht kriegst du jetzt tatsächlich noch... Oh, ne, klopft denn da schon wieder? Oh, Mann.
Der Running Gag in diesem Part. Ja, jedes Mal klopft jemand an meiner Tür, wenn ich eine bestimmte Karte drücke. Was ist denn da? Du hast, oh Scheiße, du hast mindestens 7 Stiche, glaube ich, oder? So. Mein Man macht gleich wieder die Pistole. Nee, mein Man macht die Warum Pistole. hat dein Man die Pistole Was? gemacht? Aber wir die 13 Stiche nicht bekommen Wer haben. hat denn jetzt gewonnen und verloren? 700. War schon wieder verkackt. Scheiße, machen wir noch eine Runde? Ich hab gewonnen! 31 verliere ich. Machen wir noch eine Runde? Nee, reicht schon, wir haben 9 Minuten 35. Aber wir können noch, man kann ja einstellen, wie viele Runden, wir können eine Runde machen. Ja, Also okay, machen wir eine Runde. Mach eine Runde. einfach, weil das Spiel so gut ist. Du hast Also da steht jetzt 4 Runden, ich mache ohne Rating rein, dann können wir beide rausgehen und dann Ach so. spielen wir einfach eine Wir machen Runde. einfach noch eine Bonusrunde. Bonus. Oder wir machen einen mega langen Part, mal sehen, wie viel Bock wir haben. Nee, ich will nicht so lange machen. Warum habe ich jetzt 11 angesagt? Oh, da passe ich doch gleich mal, weil du mit so einer utopischen Aussage wirst du eh rumfällen. Mir egal. Ich verliere ja kein Rating. Oh, shit, der nimmt Herz als drum. Moment, ich habe beim Ass des Partners gerade mich selber ausgewählt. Du machst ein Solo jetzt und musst 11 Stiche bekommen, das war sehr schlau. Ich hab nicht gesehen, dass ich das Hass hatte. Verkacken. Ich wusste nicht, was ich tue. Ich kenne das, ich verstehe das Spiel nicht. Und es kommt schon wieder jemand an meiner Tür hier. Also ich habe das Spiel jetzt so langsam gecheckt. Ja, das ist toll. Bis jetzt schon die Runde verloren. Ich weiß. Du wirst ja unbedingt dafür noch eine machen. Ich fange langsam an, das Spiel zu checken. Ja, ich verstehe das auch so. Ja, das geht. Dann kommen gleich irgendwann die Hate-Kommentare. Ja. Wiss, das muss man doch kennen, das beste Spiel auf Erden. Das Wie spiele ich könnt ihr das nicht hier verstehen? jeden Samstagabend meiner vierköpfigen Stammrunde. Spiele ich das? Ja, natürlich. Dann kommen die richtigen, dann kommen die Hardcore-Wisp-Fans und flamen mich voll mit meinem Unwissen hier. Jetzt kommt die Pistole von mir. Oh, 6.400. Ja, 6000 ist eindeutig die Summe aus allen 2133, ich bin mir sicher. Hä? Achso, wir wollten ja rausgehen. Ja. Oh Mann. Los, verlass jetzt, komm. Ja, Hast du die Eier? ich gebe auf. Ich gebe, was, wenn die das Dann laufen spiele ich jetzt würde, Whist mit meinen verlieren die die allerbesten Lauf. Freunden weiter. Wenn sie. Warte mal, ich muss das noch vorlesen. Wenn sie das laufende Spiel verlassen, verlieren sie die Glaubwürdigkeit bei Spiel.com und zur Strafe wird ihnen die Rangordnung entzogen. Sind sie sicher, dass sie das Spiel beenden wollen? Ich darf nicht verlassen, oder was? Verlass du mal, ich will wissen, was passiert. Soll ich verlassen? Ja. Okay. Du verlierst jetzt die Glaubwürdigkeit. Ich habe die Glaubwürdigkeit offiziell verloren. Ach so, jetzt. Oh, wird dann durch Computer, dann wird das durch den Computer verletzt. Ach ja, ich bin so rausgegangen. Ja, das war das Spiel. Ich glaube, wir haben es minimal verstanden. Und wir haben jetzt Ja. unsere Glaubwürdigkeit bei der Seite verloren. Also vielleicht können wir nie wieder das Sketchmaster zeigen. Wir haben offiziell die Glaubwürdigkeit verloren. Also ja. Hast du die Ansage aufgelesen? Ja. Kein Titel. Was Ich hast hab die Glaubwürdigkeit verloren. du? Was soll das für ein Haus sein? Sie verlieren die Glaubwürdigkeit. Ja, okay, dann machen wir den Partner vorbei. Schiss.